Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Fortnite-Tutorial. Und tut mir leid, ich muss hier ja noch was richten. Nämlich haben wir das kleine Problem, dass ja, wenn wir hier umstellen, erstens bleibt die Platte so lange, bis sie weggeht und dann das hier kommt. Und zweitens hatte das ja geflackert wie Sau. Grund dafür war einfach nur eine einzige Sache, nämlich der Box-Collider. Wenn ihr also hier bei diesem Rampengerüst seid, macht ihr das einfach hier auf, geht zur eigentlichen Rampe und tut diesen Box-Collider einfach einen Haken rausnehmen. Wenn ihr den drinne habt, hier guckt einfach mal zu, dann ist dieses Problem vom letzten Mal, dass das hier die ganze Zeit flackert. Einfach, weil es sich selber trackt und dementsprechend dann damit ein Problem hat. Wenn man aber den Haken rausnimmt, ist alles okay und das flackert nicht. So, als nächstes müssen wir noch eine kleine Änderung hinzufügen in unseren Code, denn das Problem ist, dass das eigentliche Plattengerüst, was wir haben, das wird nicht zerstört, wenn wir einfach den Modus ändern. Grund dafür ist ziemlich einfach. Wir sagen, solange es existiert, soll es nicht zerstört werden. Also müssen wir es zerstören, wenn wir das umschalten. Des Weiteren möchte ich auch diesen Switch-Modus, den wir haben, auch lieber direkt hier in diese Input-Get-K-Sachen einbauen. Einfach, damit es nicht x-tausend Mal neu aufgerufen wird. Denn das hier wird nur aufgerufen, wenn es halt einmal gedrückt wird. Und das hier wird in jedem Update aufgerufen, was ich nicht so gut finde. Da es natürlich auch ein bisschen, wirklich nur ein ganz klein wenig Ressourcen frisst, aber es ist halt trotzdem nicht sehr geil. Deswegen kopieren wir das einfach und setzen das hier oben ein. Genauso wie das Rampen. Das war das B zu wenig. So. Ding. Na komm. Und schon ist es drin. Dann können wir den Switch-Modus komplett entfernen und lassen das jetzt erstmal so. Genau dasselbe werden wir dann halt natürlich auch noch für die Wand machen, aber nicht jetzt. Des Weiteren brauchen wir das hier. Das ist einfach zum Zerstören unseres Gerüstcontainers und da wir müssen einfach sagen, dass der Vektor für den Gerüstcontainer nicht mehr gesetzt ist. Deswegen müssen wir das einfach genau so hier einsetzen, einfach unten drunter. Und schon können wir das so starten. Starten. Hallo. Jetzt. So. Ja. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Es kommt am Anfang kein Gerüst. Grund dafür ist ziemlich einfach. Dadurch, dass wir das vorher in der Switch-Methode hatten, wurde direkt am Anfang das Gerüst gesetzt. Jetzt haben wir natürlich keine Switch-Methode mehr. Deswegen wartet das System einfach, bis ein Input kommt von unserem Knopf. Also ändern wir das Ganze einfach um. Und schreiben ein private start void start, ja, und setzen dort einfach standardmäßig die beiden Sachen hier ein, also Bauteil Platte und Gerüst Plattengerüst, und schon haben wir es drin. Starten das Ganze noch mal neu und ihr seht, wir haben von Anfang an das Gerüst. Kleines Problem ist natürlich immer noch, dass wir hier den Modus und auch die Farbe noch von Anfang an setzen müssen. Beziehungsweise der Modus ist eigentlich schon gesetzt, das müssen wir nicht machen, aber wir können es halt so einfach einsetzen. Dann müssten wir das hier oben nicht so setzen, aber ich lasse es einfach mal drin und schon können wir nochmal starten. So, und jetzt wird auch von Anfang an angezeigt, dass das so richtig ist und wir können unsere Platten benutzen. Ups, ja. Und als nächstes können wir einfach mal hier drauf umswitchen und können unsere Rampen benutzen. Hierbei ist zu beachten, dass ja, das Rampensetzsystem noch nicht ganz funktioniert. Also zumindest ist das mit der Modusänderung noch nicht drin. Genauso werden hier immer noch die falschen Dinge angezeigt. Das können wir auch noch ändern. Ups, was ist jetzt passiert? So. Und dafür müssten wir in Bauteil. Das hier scheint noch nicht ganz zu funktionieren. Das ist erstmal, ja, hier können wir den Modus switchen.
Dafür müssen wir jetzt im Building Controller sagen, dass wenn wir etwas mit Bauteil tracken, dann wollen wir exakt dieses Game Object haben. Und get Component Bauteil. So, dieses Bauteil, da nehmen wir jetzt den Modus und der ist gleich Modus. Also unser Modus, den wir hier haben. Speichern das Ganze, starten das Ganze neu. Und wenn wir jetzt das hier setzen, können wir es umsetzen und ihr seht, auf einmal werden die Rampen angezeigt. Hier können wir dann die Rampen setzen. Wenn natürlich die Rotation und alles hinhauen würde, dann wäre das alles in Ordnung. Aber ihr seht, theoretisch, also rein theoretisch, würde es gehen. So. Ja, hier hat es echt noch große Probleme, das richtig hinzusetzen. Wieso auch immer. Da setzt es hier wie Wände hin. Das ist eigentlich nicht so die Sache, die es tun sollte. Aber auch das werden wir noch fixen. Ja, die Rampen sind ein bisschen verbuggt derzeit. Na? Ach Mensch. Ich hasse das, wenn die Maus da einfach rausgeht. Ja, die Rampen, die setzen sich alle gerade hin. Gucken wir es uns einfach mal an. Hier so eine gerade Rampe. Nein, ich will die Rampe haben. Ja, ist zu weit weg. Ja. Grund dafür ist einfach, dass es versucht, sich zu richten. Das müssen wir irgendwie noch abändern. Halt beim Spawn, dass wir die nochmal drehen um eine gewisse Gradzahl. Und einfach die Rotation auf 0 setzen, weil irgendwie versucht es sich beim Spawnen zu richten. Hat es hier irgendwie. Ja, da müssen wir nochmal genau reingucken. Wobei, warte mal. Die Dinger haben keine Rotation. Müssen wir nochmal nachgucken. Aber das ist auch so eine Sache fürs nächste Mal. Heute haben wir erstmal das Ganze gerichtet, den Fehler korrigiert und beim nächsten Mal korrigieren wir den nächsten Fehler. Tja, so läuft das leider beim Game Design. Wir müssen immer wieder unsere eigenen Fehler korrigieren, beziehungsweise einfach das Spiel erweitern um neue Features und Bugs. Es ist immer dasselbe. Aber wir haben immerhin schon einiges erreicht, nämlich vor allen Dingen dieses Umschalten zwischen den einzelnen Sachen. Und ich denke mal, das ist schon ein großer Fortschritt. Und wir können damit eigentlich auch schon mal ein Stück weiterkommen. So, ich verstehe noch nicht ganz, wieso sich das so extrem dreht, aber das werden wir noch herausfinden. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.